Hallo Wacken, hier ist wieder Linda. Guten Morgen. Es ist jetzt kurz vor 10, gut, guten Morgen. Die meisten sind schon wach. Wir sind heute beim Bullhead City Tent. Das heißt, wir schauen uns heute den Metal Battle an. Hi, ich bin Mutz. Ich bin Stage Manager von der Red Stage und von Bullhead City. Und bei uns wird jährlich der Metal Battle ausgetragen, beziehungsweise das Finale des Metal Battles. Ja, Metal Battle ist ein Contest vom Wacken Open Air, in dem jungen Bands weltweit die Möglichkeit gegeben wird, sich zu präsentieren und hier den Contest zu gewinnen. Allerdings ist das Ganze gewachsen. Also vor 10 Jahren gab es vielleicht 7, 8 Bands, die mitgespielt haben. Mittlerweile sind es gerade über 30 geworden, quer durch die ganze Welt. Und das ist großartig, weil halt junge Bands, wie zum Beispiel aus Ländern wie China oder Indien, einfach auch die Möglichkeit gegeben wird, sich hier auf dem größten Metal-Festival weltweit zu präsentieren, für die Spitzengeschichte, also ganz großartig. Und der Contest hat auch keinen kommerziellen Hintergrund wie andere Contests. Es gibt keine Verkaufstickets, die man abnehmen muss. Es gibt nichts, was eine Band vorleisten muss. Es gibt keine Teilnahmegebühr. Also jede Band weltweit hat die Möglichkeit, da mitzumachen, solange sie nicht unter Label sind. Meine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die ganzen Jugendkünstler, die leider noch nicht so viel Festivalerfahrung haben, hier auf der Bühne nicht verschütt gehen oder ihr Set unnötig überziehen und gut betreut sind, dass die Techniker sich um die kümmern und ich manage das Ganze so ein bisschen drumherum, dass alles gut läuft. Also die Crew, die Technik und das ist der ganze Zeitablauf auf der Bühne mit den Künstlern zusammen. Das ist mein Job. Und wenn sie zu lange spielen, schmeißt du runter. Was dieses Jahr übrigens nicht vorgekommen ist. Sehr gut. Die haben alle sich schön zusammengerissen und waren ganz lieb.